Frau Susan Sitzler, herzlich willkommen beim Homeoffice. Schönen guten Tag. Sie haben ein Buch geschrieben, das gerade bei Clef Cotta erschienen ist, Väter und Töchter, mit dem Untertitel Ein Beziehungsbuch. Sie sind Journalistin, Buchautorin, Sie stammen aus Basel, wohnen in Berlin und Sie schreiben für viele Zeitungen, unter anderem für die FAZ, eine Lieblingszeitung. Sie haben bei Clef Cotta schon andere Bücher veröffentlicht, über Freundinnen, was Frauen einander bedeuten und über Geschwister, die längste Beziehung des Lebens. Jetzt hätte ich fast gesagt, Sie haben über Väter und Söhne geschrieben, aber erstmal über Väter und Töchter. So ist es. Über Söhne kann ich auch nichts berichten. Ich bin eine Tochter. Ich bin auch Sohn und habe eine Tochter. Im Untertitel steht ein Beziehungsbuch. Wie hoch ist daran die eigene Erinnerung? Und die eher generalisierenden Bemerkungen, die diesen Untertitel rechtfertigen. Ich würde sagen, die Beantwortung hängt davon ab, wann man gefragt hätte. Ganz zum Anfang der Schreibzeit, als ich anfing mit dem Schreiben, wusste ich schon, dass das Buch diesen Untertitel haben würde. Das war vom Verlag. Da hatten wir uns relativ früh darauf geeinigt. Da hätte ich gesagt, das ist ein generalisierter Ansatz, das ist auch eine generalisierte Fragenstellung. Gleichzeitig war aber im Schreibprozess auch völlig klar, dass das nicht nur generalisiert sein kann, sondern dass es sehr stark auch aus dem persönlichen Bereich greifen muss, weil das sozusagen die Grundlage ist. Das ist sowieso bei meinen Büchern so, dass ich relativ stark meine eigene Reflexion, meine eigene Erfahrung als Ansatz nehme, um von da ins Allgemeinere zu kommen, auch ins gesellschaftlich Relevantere zu kommen. Es geht ja nicht um meine Memoiren. Und nach hat sich dann gezeigt, dass dieser persönliche Ansatz eigentlich so eine Art Basis sein muss für die Reflexion, weil jede Tochter also jede Frau ist eine Tochter, jede Frau hat einen Vater, jede Frau hat eine eigene Geschichte, so wie jeder Mensch eine eigene Geschichte hat. Also da kann man gewisse Dinge muss man generalisieren, andere Dinge kann man nicht generalisieren. Also man muss hin und her pendeln und das in eine Balance bringen, dass es beides hat. Jetzt frage ich Sie, ist das Verhältnis, oder ich frage lieber, vermuten Sie, dass das Verhältnis von Vätern und Töchtern ein anderes ist als von Vätern und Söhnen? Ja, das würde ich sehr stark vermuten. Und zwar einerseits, wie immer, aus den persönlichen Gründen, weil es ja letztlich immer einfach eine Beziehung zwischen zwei Menschen ist. Ein Kind hat ja in gewisser Weise auch schon einen Charakter, wenn es zur Welt kommt. Das weiß man ja auch, dass manche Familienmitglieder passen einfach zusammen, vom Charakter her andere nicht, auch wenn sie aus dem, salopp gesagt, selben Stall kommen, dieselbe Erziehung erfahren haben, trotzdem passt es manchmal und manchmal nicht. So. Also das ist mal so eine grundsätzliche Annahme, die sich relativ schnell dann gezeigt hat. Es ist aber auch so, dass Vater und Sohn ja eine gewisse Ähnlichkeit hat. Ein Sohn, also ein kleiner Junge, der wird zum Mann, vielleicht zum Vater. Da ist eine Vergleichbarkeit gegeben. Eine Tochter, die ist ein Mädchen, die wird zur Frau, zur erwachsenen Frau. Da ist eine maximale Asymmetrie am Anfang gegeben, weil der Vater, wir leben in der patriarchalen Gesellschaft, wir leben auch mit Archetypen. Der Vater ist eine der mächtigsten Figuren in unseren Erzählungen. Die Tochter, also vor allen Dingen ein kleines Mädchen, Kind, in diesem Archetypus ein sehr schützenswertes, das schwächstmögliche Wesen eigentlich. Also das heißt, die begegnen sich am Anfang in so einer maximalen Asymmetrie und also vor allen Dingen auf dieser archetypischen Ebene und nach auch abhängig von der realen Beziehung nähert sich das natürlich an. Also die Tochter wird erwachsen, es wird eine erwachsene Frau. Je nach Beziehung wird das dann eine Erwachsenenbeziehung auf Augenhöhe. Das ist aber ein relativ weiter Weg und der hat auch das Problem, wenn man es in Anführungsstrichen sagen will, Problem, dass nie diese direkte Vergleichbarkeit möglich sein wird. Der Vater kann das Kind, was er selber war, der kleine Junge, der er war, selbst wenn er den noch ganz präsent hat, sich an den gut erinnern kann, nie vollständig mit diesem kleinen Mädchen vergleichen, weil halt, auch wenn sich vieles verändert hat, trotzdem halt als Mädchen, als Frau in der Welt zu leben, etwas anderes ist, als als Junge und als Mann in der Welt zu leben. Das hat Überschneidung, aber es ist nicht identisch. Und das steht sozusagen über dieser Beziehung.
Eigentlich handelt Ihr Buch ja auch davon, wie beide daran arbeiten, dass sie auf die gleiche Augenhöhe kommen, nicht? Genau. Genau so ist es. Das ist das große Ziel. Gibt es den Begriff Töchterväter? Ja, es gibt ihn aber nicht so stark wie Jungsmütter beispielsweise. Und es gibt noch stärker den Begriff Vater-Tochter. Das ist so ein relativ gängiger Begriff für eine bestimmte Zuschreibung an eine Frau. Ich glaube, der Begriff Väter, jetzt muss ich nochmal sagen, Töchterväter, der kommt vielleicht erst, weil vielleicht auch die Bedeutung dieser Unterschiede und dieser Asymmetrie auch in dieser Elternbeziehung erst nach und nach überhaupt erforscht und betrachtet wird und überhaupt erst mehr und mehr auch in bewusst wird, dass auch eine Tochter, das Leben einer Tochter, das Aufwachsen einer jungen Frau für einen Vater auch prägend sein kann. Ich will keine Kritik an Ihrem Buch üben, aber mir ist aufgefallen, dass die Konstellationen Väter-Töchter nicht ganz systematisch dargestellt werden. Allerdings ist das mein Lesetipp, wenn man sich diese Konstellationen auf einen Zettel aufschreibt dabei und Ihr Buch durcharbeitet, dann hat man diese Konstellationen. Ist das so richtig? Ja, sagen wir so, es ist sehr verdienstvoll, dass Sie das anstreben und auch machen. Tatsächlich ist es so, das Buch hat natürlich eine Struktur, es folgt auch ein Erzählbogen, es folgt eine Entwicklung, es erzählt eine Lebensentwicklung sozusagen, aber es ist von der Systematik her kein wissenschaftliches Buch. Es ist ein erzählendes Sachbuch, also sprich, im Vordergrund steht nicht das Forschungsinteresse im wissenschaftlichen Sinn, sondern das erzählende Forschungsinteresse, wenn man das so formulieren will. Also, dass man als Leserin und Leser der Erzählung folgen kann, der inneren Entwicklung, die die Figuren machen. Es kommen auch ganz viele andere Figuren dazu, Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner, mit denen ich gesprochen habe. Es kommt relativ viel wissenschaftlicher Hintergrund dazu. Und das soll sich auch so zu einem Leseerlebnis verweben. Man soll auch im besten Falle als Leserin, als Leser selber andocken an bestimmten Punkten und überlegen, wie war denn das bei mir oder wie erlebe ich das? Mehr als dass es darum geht, sozusagen eine wissenschaftliche Arbeit durchzuschreiben. Sie wissen ja, ich schreibe keine Rezensionen, weil ich die Bücher des eigenen Verlages nicht rezensiere. Deshalb heißt das Leseberichte. Rezensionen sind auf meiner privaten Webseite. Aber mir fällt dabei auf, ich könnte ja eigentlich fast Absätze hinzufügen, wie man die Bücher lesen kann. Und das ist sozusagen ein Ansatz, ein Anreiz dazu. Da sehen Sie, dass ich Ihr Buch studiert habe, Schön, das ehrt mich. weil ich es ja auch selber erlebe, dass ich habe ja auch eine Tochter oder wir haben eine Tochter. Da merke ich ja auch, dass bestimmte Konstellationen ganz anders aussehen als bei anderen Familien. Nach der Lektüre ergibt sie unterm Strich der Eindruck, dass beide, Väter und Töchter, nichts von ihrer Beziehung verpassen sollten. Das ist sehr schön auf den Punkt gebracht. Dem kann ich eigentlich nichts dazufügen. Man sollte in der Schule keine Fragen stellen, habt ihr es verstanden oder nicht verstanden? Dann sagen die Schüler ja oder nein und es geht nicht weiter. Deshalb sollte man immer Fragen mit einem zweisilbigen Fragewort stellen, weil dann die Schüler eine Begründung liefern müssen. Was überwiegt in der Erinnerung grundsätzlich auf der Seite des Vaters, der Empathie geprägte Förderer oder der Vater als Last? Sie meinen das in Bezug auf meine Ja, persönliche ja, Vaterbeziehung? ja, ja. Ich würde sagen, jetzt hält sich's die Waage. Vor dem Schreibprozess, also bevor ich damit begonnen habe, hätte ich gesagt, die Last. Ich glaube, zu sagen, der empathiefähige Förderer, das wäre in meinem speziellen Fall einfach, würde nicht vollständig der Realität entsprechen. Aber ganz generell, vielleicht kann ich die Begriffe ersetzen. Der Vater als Übervater und als mächtige Figur, die auch eine sehr starke Deutungsmacht hatte, steht mittlerweile gleichrangig sozusagen mit dem Menschen, der dieser Mensch war, ohne mein Vater zu sein oder neben seiner Vaterschaft. Das steht mittlerweile gleichrangig. Also ich habe ihn auch als Menschen kennengelernt, der er war 30, als ich zur Welt gekommen bin. Also sprich, er hatte schon mal 30 Jahre sozusagen unterm Gürtel, die er schon so hatte, einfach als Mensch. Er war selber natürlich ein Kind gewesen, Sohn gewesen, hatte seine eigene Familiengeschichte, hatte auch dann, als ich und meine Schwester als Kinder da waren, weiterhin auch ein eigenes Leben, Berufsleben. Das Klassische, er war ein Mann in der Welt, der diese Dinge erlebt hat.
Und das war mir natürlich als Tochter oder aus dieser reinen Tochterperspektive noch nicht bekannt. Ich dachte, das, was mit uns ist, ist alles. Und zu lernen, nein, das ist eine Facette, auch vielleicht eine wichtige Facette, aber nicht alles von seiner Sicht aus. Und ihm dadurch auch das zuzugestehen, das war eigentlich der Prozess, der in diesem Buch nachvollzogen wird. Und am Ende steht sozusagen diese Gleichrangigkeit. Sagen, hat ganz viele gute Sachen gehabt, hat auch ein paar Sachen vielleicht wie jeder Mensch nicht optimal gelöst, aber am Ende stimmt die Balance. Am Ende ist eine Art Frieden entstanden. Versprechen Sie mir, dass Sie die nächste Frage nicht nur mit Ja oder Nein beantworten. Ich gebe mein Bestes. Hat sich das Verhältnis zu Ihrem Vater mit dem Schreibprozess verändert? Es hat sich stark verändert, hat sich stark verbessert. Das ist natürlich letztlich ein Stück weit auf einer intellektuellen und schon auch emotionalen Ebene geschehen, aber nicht in der realen Welt, weil mein Vater zu dem Zeitpunkt schon gestorben war, ein paar Jahre. Aber innerlich, ich war zwar eigentlich schon zu Beginn des Schreibprozesses der Meinung, dass ich das für mich geklärt hätte, dass ich darüber in Frieden war sozusagen, aber durch die Vertiefung im Schreibprozess und diese extrem intensive Auseinandersetzung hat sich das alles nochmal sozusagen auf einer tieferen Ebene, habe ich das nochmal alles reflektiert, habe ihn eben auch besser kennengelernt und vielleicht auch ein bisschen mehr Raum eigentlich gegeben, eben außerhalb jetzt seiner reinen Vaterschaft. Und dadurch habe ich ihn überhaupt erst eigentlich neu kennengelernt. Auf eine Weise, die ich als absolut bereichernd empfunden habe und die mich selber auch als erwachsene Frau dann bereichert hat, weil ich ihn einfach auch aus dieser Rolle entlassen konnte des Übervaters. Bedauern Sie verpasste Chancen? Teilweise schon, ja. Also wenn ich zurückdenke, es ist natürlich immer so ein bisschen, der Berliner sagt ja dann immer so salopp, hätte Fahrradkette. Also man weiß ja nie, wohin es hinführt. Man kann ja nicht zurück in der Zeit, aber natürlich, wir hatten eine sehr konfliktreiche Jugend, also meine Jugend mit meinem Vater war sehr konfliktreich. Es gab dann einige Jahre auch wirklich wo kein Kontakt bestand oder wo es sehr schwierig war und wo ich ihm auch sehr negativ gegenüberstand. Und ich glaube, dass vieles davon auch eben die tollen Seiten, die er hat. Es war ein sehr für mich imposanter Mensch. Davon hätte ich wenn ein anderer Grundton da gewesen wäre, wahrscheinlich auch mehr profitieren können, so für mein eigenes Leben. Aber hinterher weiß man es halt immer besser und man kann das so nicht, das ist kein Wunschkonzert, das war halt eine Beziehung, die so war. Und jetzt kommt eine Frage, die mein Lob für das Buch enthält, es muss aber sein. Ab wann wurde Ihnen klar, dass dieses Buch, dieses Beziehungsbuch auch ein Lehrbuch wird? Eigentlich erst, als Sie es gesagt haben. Das fände ich für mich selber natürlich sehr anmaßend. Nein, das ist nicht anmaßend. Ich habe Ihnen ja erzählt, man legt sich einen Zettel daneben und macht sich Notizen über die verschiedenen Konstellationen, die nacheinander in den Kapiteln auftauchen und von denen jedem Kapitel überall zu allen Konstellationen was hinzugefügt wird. Und das finde ich sehr spannend. Und Sie sagen, das ist nicht wissenschaftlich, aber ich finde es eben voll von Anregungen. Und es wäre für mich ein Lesetipp für unsere Zuhörer. Sind sich Töchter und Väter immer über die Chancen, die dieser Beziehung innewohnen, für das künftige Leben bewusst? Ich vermute nicht. Ich vermute aber, das hat diese Beziehung gemeinsam mit sehr vielen persönlichen engen Familien oder auch sonst sehr engen Beziehungen. Die stehen oft in so einem toten Winkel, weil man sie sich ja erstmal nicht selber aussucht. Wir haben ja oft so unseren Fokus auf Liebesbeziehungen, auf Freundschaften vielleicht, auf in irgendeiner Weise Beziehungen, die wir als selbst gewählt empfinden oder die wir einfach selbst bestimmen können. Und Familienbeziehungen sind natürlich nicht so, wir wachsen sowieso schon damit auf. Gleichzeitig ist es auch so, dass wir sie oft nicht ändern können. Also der Vater ist der Vater, ob man jetzt mit dem gut zurechtkommt oder nicht. Sprich, sozusagen der Aufwand, das zu reflektieren und auch die Mühe, das zu reflektieren, die macht man in der Regel nur entweder zum späteren Zeitpunkt im Leben, wenn man schon so eine Distanz hat, oder manchmal auch gar nicht, oder halt nur, wenn man wirklich einen Grund dazu hat. Und oft im Alltag ist die Zeit dafür gar nicht da. Ja klar. Väter sind manchmal auch abwesend, sei es durch die Scheidung der Eltern. Können sich dann die Väter-Töchter-Bindung sogar noch verstärken? Ja, jein, muss man da sagen. Das hängt sehr stark natürlich davon ab, wie
die Eltern, auch wenn sie geschieden oder getrennt oder sonst wie nicht das gemeinsam im Alltag machen, wie sie da umgehen mit, also wie die realen Beziehungen aussehen. Generell ist es so, gerade ein ganz abwesender Vater, der vielleicht gar nie eine Rolle gespielt hat, der vielleicht auch verstorben ist oder irgendwo weit weg ist, mit dem kein Kontakt besteht, der wird natürlich oft auch zu so einer Art Idealbild, zu so einer Art, zu so einem Schemen im Prinzip, was zwar eine Rolle hat, die aber eben sozusagen im eigenen Kopf stattfindet, die keine reale Auseinandersetzung, keine Interaktion enthält, was einerseits natürlich vielleicht auch hilft, gewisse Konflikte zu vermeiden, was aber andererseits natürlich fatal ist, weil halt eine reale Beziehung besteht in Bezug nehmen aufeinander. Also das ist ein Ping-Pong-Spiel. Und wenn der andere nur in meinem Kopf irgendwas antwortet, weil er nicht existiert oder nicht in der Nähe ist, dann habe ich eine Beziehung mit einem Schemen oder mit einem Geist. Und das ist natürlich in der Hinsicht nicht tragfähig, nicht so tragfähig wie eine reale Beziehung, egal wie schlecht sie ist. Ich habe auf dem Blog geschrieben, Zitat, einmal taucht das Mansplaining auf. Eigentlich etwas negativ besetzt, verrät der Begriff doch, was der Vater einer Tochter hinsichtlich seines Wissens, seiner Erfahrung mitgeben kann, kurz wer sie beeindruckt, zwischen Autoritätsperson und Begleiter. Können Sie das erläutern? Können Väter auch große Vorbilder sein? Absolut, absolut. Also ich finde, ich habe diesen Begriff des Mansplaining, also das ist ja so ein salopper Ausdruck dafür, dass gewisse Männer in der Gesellschaft sich eher zutrauen, Dinge zu erzählen, von denen sie einfach mal annehmen, dass die anderen es noch nicht wissen und dafür auch Raum einnehmen. Das ist so ein relativ negativ benanntes Phänomen. Ich selber habe damit überhaupt kein Problem und ich, ganz egal, ich mag es immer, wenn mir Leute irgendwas erklären, egal ob das Männer oder Frauen oder wer auch immer ist. So, ich glaube, in Bezug auf eine Vater-Tochter-Beziehung ist das eher ein Problem der Asymmetrie. Wenn ich natürlich noch relativ vielleicht ein junges Mädchen bin, am Anfang der Schulkarriere, wissensbegierig und selber dabei anfange, vielleicht mich intellektuell zu betätigen, Fragen zu stellen, Antworten zu suchen und jemand ermutigt mich dabei, der mir überlegen ist, der motiviert mich so ein bisschen, wie so ein Sparringspartner im Boxen, der mir so ein bisschen die Tricks zeigt, mich aber selbst machen lässt, profitiere ich natürlich enorm. Wenn ich jetzt jemanden habe, der seine Überlegenheit ständig ausspielt und sagt, das weißt du sowieso nicht, jetzt hör mir mal gut zu, jetzt erzähle ich dir mal einen vom Pferd und sozusagen mich selbst nicht nachkommen lässt, der kann mir vielleicht auch Wissen vermitteln, aber unter Umständen vermittelt er mir auch das Gefühl, dass ich blöd bin und sowieso keinen Sinn hat, dass ich nach Antworten suche, weil die ja sowieso falsch sind. Ich sage es jetzt sehr vereinfacht. Und das ist natürlich fatal, also für Töchter genauso wie für Söhne. Das ist generell für Menschen fatal, wenn sie das Gefühl haben, dass jemand anders alles immer besser weiß und es gar keinen Sinn hat, auch mal selber nachzudenken. Und insofern spielt vor allen Dingen diese Asymmetrie die Rolle. Wenn ich Ihnen so zuhöre, gefällt mir meine Idee mit der Typologie und dem Lehrbuch immer besser. Alleinerziehende Väter, Zitat seit 160, die sich hier heute wie die Wiesente ausbreiten. Ach, ist das schön. Richtet sich das Buch auch an Sie? In gewisser Weise schon. Es richtet sich an alle Väter. Und natürlich, es gibt relativ vergleichsweise wenig alleinerziehende Väter, von denen man weiß, im Vergleich zu relativ vielen alleinerziehenden Müttern. Wobei auch das natürlich, je näher man rangeht, desto unklarer wird auch wieder der Begriff. Weil natürlich, das geht noch von sehr klassischem Familienbild aus, Vater, Mutter, Kinder in einem Haushalt. Aber wir wissen ja heute im Alltag, dass es sehr viele andere Konstellationen mit zwei Haushalten, mit Patchwork-Familien etc. gibt. Also die Situation, dass wirklich ein Vater so im klassischen Sinne allein für die Tochter zuständig ist, dass keine Kindsmutter im Bild ist oder nur sehr selten, das ist verhältnismäßig rar. Und dass aber Väter zum Beispiel nach einer Trennung die Kinder zur Hälfte oder auch noch mehr bei sich haben und sich in zunehmendem Maße auch verantwortlich fühlen für den Alltag der Kinder und die wirklich genauso begleiten wie bisher so im klassischen Bild die alleinerziehende Mutter das macht. Das ist tatsächlich häufiger, das weiß man auch aus Untersuchungen. Und natürlich richtet sich es genauso an die, klar. Also Vater ist Vater.
Noch ein Zitat von meinem Blog. Väter und Töchter, das sind keine Einbahnstraßen. Wenn Väter bereit sind, auch von ihren Töchtern zu lernen, irgendwann kommt für alle der Punkt, an dem die Tochter zunächst versucht und dann aber auch mit klarer Stimme sagt, wo es lang geht. Das klingt eher nach einer Festigung der Beziehung, denn nach Streit. Ist das so? Ich glaube schon, je nachdem, da zeigt sich dann wieder die Souveränität des Älteren, ob er das annehmen kann, ob er damit klarkommt, dass er aus dem kleinen Baby, was nur ein paar Laute geben kann, zur vielleicht fast erwachsenen Frau, die Kontra geben kann, die vielleicht sogar intellektuell überlegen ist, auch das gibt es ja, oder wirklich bissiger ist, mehr Interesse hat, hohes Erkenntnisinteresse hat. Und da hängt es natürlich dann wie bei allem von der individuellen Persönlichkeit, aber ob man damit klarkommt, ob man vielleicht ein Stück weit auch stolz darauf ist, dass man das so weit, also die Entwicklung sozusagen so weit begleiten und fördern konnte, dass sie da richtig aufgeblüht ist, oder ob man sich dann in seiner Männlichkeit da angegriffen fühlt, dass einem da so eine Teenagerin vielleicht manchmal Paroli bieten kann. Das ist so individuell. Letzte Woche ging meine Tochter um mein Auto rum und zählte mir die Beulen auf. Und wie haben Sie reagiert? Ich habe gesagt, das ist nicht so schlimm. Er hat gesagt, ich soll besser aufpassen und ob mir das nicht egal wäre, und habe dann einen drauf bekommen. Also deswegen, Ihr Verhältnis, ändert sich das Verhältnis, wenn der erwachsene Vater seiner erwachsenen Tochter gegenübersteht? Sie zitieren viele Beispiele, aber schreiben erwachsene Töchter brauchen erwachsene Väter. Da habe ich wieder einen schönen Satz, den ich meiner Tochter sagen kann. Ist das gut? Ja, finde ich schon. Ja? Ihr Buch. Ein Einleitungsbuch, neue Facetten zu entdecken. Lehrbuch finde ich aber auch gut. Erinnerungen anders zu gewichten und auf neue Art nach vorne zu schauen. Sind Sie damit einverstanden? Das ehrt und freut mich sehr. Ja, natürlich. Frau Sitzler, vielen Dank für das schöne Gespräch. Dankeschön auch.